NDR 2 Plattenkiste. Hörer machen ein Musikprogramm. Präsentiert von Wilhelm Wieben. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Plattenkiste. Heute sitzen drei junge Gäste hier im Studio. Sie sind Mitglieder einer Projektgruppe und das Projekt heißt Backhaus Hüll 83. Und dabei bleiben für mich einige Fragen übrig. Ich möchte euch jetzt erstmal bitten, sich vorzustellen, bitte. Ja, also ich bin Andrea Haltenhof und bin im vierten Semester im Goethe-Gymnasium. Das heißt noch Schülerin? Noch Schülerin, ja. Ja, ich bin Uwe Behrens, ehemaliger Schüler dieser Schule und habe da halt mitgeholfen bei diesem Projekt. Goethe-Gymnasium, hat es noch einen weiteren Namen? Ja, es hieß früher mal Gymnasium Ristenweg, ist, glaube ich, auch mehr bekannt unter diesem Namen. Nehmen wir beides, Goethe-Gymnasium, ja. Ristenweg. Und ich bin Agnes Ebeling und ich gehe ins zweite Semester. Also auch noch Schülerin? Auch, ich gehe auch. Und was ist das nun für ein Projekt, Backhaus, Projekt Hüll 83 und warum? Ja, also im dritten Semester in der Schule werden immer so ein Projektfahrten gemacht. Das ist so eine Art Klassenreise. Meistens geht das so ins Ausland, so nach Rom oder UdSSR oder so war dies Jahr zum Beispiel. Und wir haben eben entschlossen, irgendwas Handwerkliches zu machen und haben uns dann irgendwann entschlossen, eben ein Backhaus zu bauen. So, nun ist schon einiges klar und darüber werden wir nachher weiter reden. Zunächst aber Musik und das möchten Sie bitte ansagen. Mhm. Also, nehmen wir mal drei Titel, wir können den dritten ansagen. Achso, dann sage ich die beiden. Ne? Mhm. Als erstes, Joan Armatrading, Show Me Emotion. Darf ich den zweiten ansagen? Ja. Alla Fiera dell'Est mit Angelo Branduardi. Ja, und der dritte ist Lokomotiv Breath von Jess Rotal. Musik bitte. Show some emotion. Put expression in your eyes. Light up. If you're feeling happy. But if it's bad, then let those stitches roll down. Choking up inside. Some poor souls dying.
dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò e venne il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò e venne il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò.
that long and true as that. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train it won't stop going away to slow. Da sind wir schon wieder und wollen uns weiter unterhalten über das, was sie hierher geführt hat. Die Projektgruppe Backhausgruppe, Backhausprojekt Hüll 83. Wann hat das begonnen? Es hat begonnen, und zwar werden ja immer von den Projektleitern, die was anbieten, also Lehrer, die, ja, von den Lehrern so ein halbes Jahr vor, bevor die Projektgruppe, so, bevor das Projekt ist, werden dann so die Themen angeboten. Und dann ist eben ausgewählt worden, dass wir uns eben das Haus bauen wollen. Und dann halt auch gleich, ja, vor gut einem Jahr war das ungefähr, so im Winter 82 wurde die Planung, also ja, so begonnen, 82, genau. 83 und dann ging es. Das hört sich sehr hübsch an, wenn man hier sagt, wir wollten ein Haus bauen. Also was ist das nur für ein Haus? Ja, also zuerst hieß es ja eigentlich nur, dass wir irgendwas handwerklich machen, und zwar auf diesem Gelände des Autonomen Bildungszentrums Hüll. Das ist so ein Verein, gemeinnütziger, glaube ich. Mhm. Und dann hatte unser Projektleiter eben die Idee, vielleicht eventuell ein Haus zu bauen, aber er hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass es durchkommt. Das ist tatsächlich was. Oder dass er das überhaupt so gut findet oder so. Eigentlich wollte er nur Räder reparieren oder bauen oder so. Also man kann auf diesem Gelände auch handwerklich sowieso sich betätigen. Man muss nicht gleich ein Haus bauen, nicht? Das Haus, was da sowieso schon steht, dieses große Bauernhaus, was renoviert wurde, das wurde ja auch von denen, die diesen Verein gegründet haben, selber gebaut. Und dadurch waren dann natürlich die Geräte alle. Ja, und das ist also ideal für, was weiß ich, alles Wer wusste davon, dass es dieses Haus da gibt und dass Hamburger Schüler da hin können? Unser Lehrer. Der Projektleiter wusste, dass... Das Projektlehrerleiter immer gleich Lehrer zu sein. Ja, das ist der Lehrer. Der kennt die Leute schon persönlich. Hat da mitgebaut bei diesem Bauernhausaufbau. Das wurde ja restauriert. Mhm. Hat da auch eine Menge Zeit und Geld investiert in diesen Verein. Und war also, da war es eigentlich naheliegend für ihn, dass er da... irgendwas macht. Weil wie viele von euch haben sich jetzt für das Projekt Backhaus entschieden? Bei uns im Semester waren es 8, glaube ich, 6 ungefähr. Und dann, 6 waren es. Und dann sind noch ein paar dazugekommen, so nach und nach. Immer halt aus auch anderen, Semestern, also Stufen aus anderen Klassen und so. Das war in der 12. bei euch. Und bei uns jetzt haben das nur 5 gewählt. Das ist, also ich glaube, es liegt in erster Linie daran, dass andere Projekte einfach viel attraktiver sind, wie zum Beispiel nach Rom fahren, Kanu bauen und nach Schweden paddeln und was weiß ich, London, DDR und so. Und ihr habt euch jetzt was Handfestes ausgesucht. Ja, arbeiten immer noch alle mit, also die angenommen haben und die dazugekommen sind? Da sind so viele jetzt im Abiturstress und so, ne? Und auch später werden dann viele studieren, Zivildienst machen oder Au-pair. Ja, Uwe, Sie sind ja auch schon Zivildienstleistende und nicht mehr in der Schule, aber Sie arbeiten an diesem Projekt weiter mit. Ja, also ich bin irgendwann gefragt von Dulli, das ist auch eine von diesem Projekt gewesen im letzten Jahr, sie bräuchten noch Leute und ich nicht Interesse hatte und durch den Projekt leider auch kannte. Ich habe gesagt, gut, mache ich mit, und mir hat es halt so gut gefallen, dass ich jetzt eben immer, wenn ich Zeit habe und wenn da was anliegt, mithelfe und kann sagen, im Großen und Ganzen, irgendwer war immer mal da. Das waren also im Schnitt so um die 30, 40 Leute, die immer mal da waren irgendwann. Welche Erfahrung macht ein Mädchen, das beispielsweise sich entscheidet, mit an einem Haus zu bauen?
Also, ja. Ich kann da noch nicht viel zu sagen, ne? Ich habe jetzt ja noch ein bisschen Erfahrung mit mir. Also, das war eigentlich für uns genauso wie für die Jungen, denke ich, ne? Also, ich sehe da keinen großen Unterschied jetzt. Mhm. Ob gut. Da so ein Junge oder ein Mädchen am Haus mitbaut. Also, man muss Holz haben, nicht? Ja, ja. Obwohl, so zum Beispiel Dulli, das ist ein Mädchen, die auch schon mitgebaut hat, die das Fachwerk eben mit erstellt hat, da wurde auch oft gesagt, also die hat so toll mit angepackt und so, das wurde schon öfter betont. Ne? Das heißt, hier um dieses Haus herum ist ein großes Gelände und da wurde euch ein Bauplatz zur Verfügung gestellt und da konnte man sagen, da wollen wir hinsetzen. Das ist ja ein ganz großer Hof und da gab es auch mal ein Backhaus. Ja. Ne? Und das wollten wir war jetzt halt so die aufbauen. Idee von... Und wie groß ist so ein Backhaus im Länge mal breit? 6 Meter mal in etwa 3 Meter, 4 Meter. Und da muss ein Grund ausgehoben werden. 6 mal 4 Meter... Das ja, da musste zunächst ein Fundament ausgehoben werden. Das ist 80 cm tief, musste das, weil das Moorlandschaft ist und weil der Frost da ziemlich tief reicht. Es muss frostfrei gebaut werden. Ja. Hier wurde das Fundament ausgehoben von Leuten, da bin ich eben auch angesprochen worden, mussten halt erstmal den Boden abtragen und dann Fundament gießen. Gießen, was nimmt man dann? Dann nimmt man, ja... Betonmischung. Betonmischung. Das ist eine Mischung aus Zement, Kies, nicht gehabt. Sand und Wasser. Ja. Dass man Sand, Kies und Backhaus Wasser, gebaut hat, hat man noch keine Bewegung. Aber man nimmt auch schon neuere Materialien. Ja, ich glaube schon. Mhm. Aber zum Beispiel jetzt das Holzgerüst an sich wurde also auch nur mit Holznägeln und sowas gebaut. Da wurde also kein Stück Metall nichts anderes. Und was nehmen Sie jetzt? Stahlnägel oder was? Nein, wir haben Holznägel selber geschnitzt. Dazu hat eben der Zimmermann geholfen, die ganze Holzkonstruktion. Ja, erzählen Sie das auch nochmal mit dem Zimmermann. Was ist das für eine Geschichte? Ja, also der Michael hat einen fahrenden Zimmermann von Axt und Kelle, das ist ein Schacht, also so ein eingetragener Verein von wandernden Zimmermännern. Also Michael ist der Lehrer, ne? Michael ist der Lehrer. Angesprochen, ob er nicht Lust hätte, da mitzuarbeiten, das Holzgerüst mit fertigzustellen, den Leuten zu zeigen, wie man bestimmte Holzstücke eben so zu sich, dass sie auch passen. Wie man umgeht mit dem Werkzeug. Und wie man mit dem Werkzeug umgeht und da ein bisschen mit aufzupassen und die Baupläne zu kontrollieren, ob das geht. Das kann auch runterfällt. Und das hat er ihnen erklärt und... Er hat das den Leuten erklärt, einer ganz bestimmten Teil, also weil alle dann mitzuhelfen wäre nicht so gut gewesen. Mhm. Ja, und da hat er dann halt mitgemacht und hat auch 2 Wochen da mitgearbeitet und so. Und ich muss sagen, also wir hatten das eigentlich ziemlich schnell raus, wie das so läuft mit Zapfen schlagen und so. Das ist ja alles also wirklich so, wie eben das ursprünglich war mit den Holzarbeiten. Weil heutzutage wird das ja meistens so mit diesen Metallecken da, Winkeln, angebracht. Ja. Und wir haben das eben alles mit Zapfen und Zapfenlöchern gemacht. Macht Spaß, sowas zu erfahren? Ja, es hat viel Spaß gemacht. Glaube ich auch. Wollen wir ein bisschen Musik machen? Ja. Wenn du so bist wie dein Lachen mit Ina Deta, möchten Sie weiter ansagen? Dann Zauberformel von Ulla Meinecke und Maggie's Farm von The Blues Band. Wenn du so bist wie dein Lachen, möchte ich dich wiedersehen, krumme Dinge mit dir machen, streiten über 1000 Sachen. Mit dir schwimmen nach Athen. Wenn du so bist wie dein Lachen, möchte ich dich wiedersehen. Tolle Wetten mit dir machen, mit dir weinen über Sachen, sogar mit dir untergehen, sogar mit dir auf einem Drachen nach Hawaii zu brauchen. Wurzelbäume machen,
dich kitzeln an den Zehen. Wenn du so bist wie dein Lachen, möchte ich dich wiedersehen. Tolle Wetten mit dir machen, mit dir weinen über Sachen, sogar mit dir und zwischendurch das NDR-Verkehrsstudio mit einer Meldung für Hamburg. Im Verlauf der Autobahn 7 ist die Weströhre des Elbtunnels noch bis ca. 15 Uhr gesperrt. In Richtung Hannover hat sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Bahrenfeld aufgebaut. Soweit aus dem Verkehrsstudio. Kühl und flach wie ein Foto, vergangenes Gesicht. Du siehst blass aus heute Nacht, ich spür die Grenzen der Fantasie. Kann dich tausendmal rufen, du stehst nur da, ich erreich dich nie. Bist wie Watte, wie die Melodie vom letzten Jahr. Ich mach die Augen auf, du bist nicht mehr da. Thank you.
nickel. He hazed you with dime. Yes, you with a grin if you're having a good time. And he finds you every time you slam the door. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. So, das war Maggies Farm und Sie arbeiten auf einer anderen ehemaligen Farm und die Hörer möchten ganz gerne wissen, wenn man sich mit Ihnen in Verbindung setzen will, an wen muss man sich wenden? Ja, also wir haben hier die Adresse von unserem Lehrer und Projektleiter Michael Schulze-Bär. Moment, nicht ganz so schnell. Michael? Schulze-Bär. Schulze-Bär, ist das ein Doppelname? Nein, er ist ein Wort. Schulze-Bär, Schulze und dann Bär hinterher. Bär mit EE. Mit EE, ja. Ich kann ja die Telefonnummer mal sagen, ne? 827501. 827501. Ja. Ja, das ist besser, als wenn man die Adresse angibt. Ja, glaube ich auch. Ja? Vorwahl Hamburg 040. Mhm. Wenn man ein solches Haus bauen will, ein Backhaus, und hat nun plötzlich diese Idee, weil der Projektleiter, sprich Lehrer, sie angeboten hat, dann soll so ein Haus ja auch stehen. Wer versteht denn etwas von Statik? Wer hat denn die so etwas gemacht? Wie schafft man das Ding nachher nicht umfällt? Also das war so, die Pläne wurden erstmal gezeichnet und anhand der Pläne hat dann ein Statiker, das ist ein Vater von der Schule, ja, ein Gutachten erstellt. Das würde normalerweise eher so nicht viel Geld kosten. Mhm. Aber da es ein Vater von unserer Schule war, hat er das umsonst gemacht. Ja. Dadurch sind natürlich eine ganze Menge an Kosten erspart geblieben. Aber und wer trägt weitere Unkosten? Ja, die werden durch Spenden hauptsächlich. Sollen sie gedeckt werden. Ja, es wurde auch der Antrag gestellt an das Land Niedersachsen, dass das doch Denkmalschutz und so, dass das da irgendwie auch unterstützt gefördert wird, werden gefördert müsste, ne? Wird, genau. Aber das geht nicht, weil das Haus neu errichtet wird, da stand vorher keins und das ist also ein Neubau. Aha. Und darum ist der Denkmalschutz nicht zuständig, genau, dafür. Nicht? Also der, wenn man etwas wiederherstellt an einem ganz anderen Platz, genau, zwar im alten Stil, dann ist das kein Denkmalschutz. Genau. Arbeiten Sie denn auch vorzugsweise mit altem Material oder mit neuem Material? Ja, das ist wir haben also notwendigerweise. Werkzeuge sind natürlich zum Teil eben modernisiert und der Untergrund, eben das Fundament, ist eben auch was Neues. Ansonsten wurde eben Beton. Ja. Beton gab es halt damals nicht. Und ansonsten hat man eben, oder habt ihr versucht, nur mit Holznägeln und sowas auch das Fachwerk eben zu bauen? Ja, das Holz ist natürlich auch neu, das sind keine alten Balken. Mhm. Nein, wie ist es mit den Steinen? Ja, also die Mauersteine müssten wohl neu sein, aber wir wollten jetzt eigentlich versuchen, das Dach möglichst mit alten Esstonpfannen zu decken. Wo bekommt man die her? Ja, wenn Häuser irgendwo abgedeckt werden oder so, dann wollten wir uns
wollten wir uns, oder neu gedeckt werden, dann wollten wir uns eben bemühen, die alten Tonpfannen zu bekommen. Mhm. Und wir haben auch schon eine ganz schöne Ladung so zusammenbekommen. Das reicht, aber es eben reicht noch. Es reicht nicht. Nee. Es reicht vielleicht gerade eben für die erste Hälfte. Aber vielleicht hört uns jetzt jemand zu und sagt, ja, ich soll da und da dann und dann ein Dach abdecken. Ja. Mhm. Oder gar ein Haus einreißen. Das müssen rote S-Tonpfannen sein. Also rote S-Tonpfannen. Also das ist die Form. Das ist die Form. Ja. S-Form. Ja, ja, ganz einfach, weil wir uns gesagt haben, wenn wir das Haus nachbauen, man muss eben auch so bauen, wie es da in der Landschaft ist. Üblich ist. Ja. Ja. Und das muss dann auch passen. Ja. Und vielleicht wendet sich jemand mit roten S-Tonpfannen an diese Telefonnummer, die wir eben durchgegeben haben und gleich, wenn wir die nächste Musik einleiten, wiederholen werden, nicht? Ist das dasselbe auch das Problem auch mit den Steinen oder haben Sie ganz neue rote Ziegel oder wie machen Sie? Wir haben, glaube ich, noch gar keine. Wir haben also noch Steine keine, also haben wir noch nicht. Nee. Wir haben zwar die Maße dafür, ne? Aber da müssen wir uns jetzt wohl auch nochmal wirklich hinterklemmen und also auch von den Zimmermännern, die uns da geholfen haben, haben wir auch so Tipps gekriegt, so eben, dass man da zu Häusern fährt, wo was abgerissen wird. Oder so. Womit mauert man nachher? Womit festigt man? Mit Lehm oder mit Mörtel? Mit Mörtel. Mit Mörtel. Und wie werden die Fußböden aussehen? Wird da nun hoffentlich nicht PVC hinkommen? Oh Gott. Nee, also das ist also ein Teil der Arbeit, die wir, also damit meine ich unsere neue Projektgruppe, haben werden. Also, dass wir eben planen, wie wird der Boden aussehen. Das kann Holzfußboden sein, das kann aber auch also Steine sein, Fliesen. Ja. Und das müssen wir eben überlegen. Wir müssen auch bedenken, eben das ist ein Backhaus, also mit Kuchenteig und Wasser und wie ist das am besten zu reinigen und solche Sachen. Was ist denn in dem anderen Haus, das als Vorlage dient? Was ist da auf dem Fußboden? Sind da Steine auf dem Fußboden oder ist das Holz? Das sind Holzdielen, weil das Backhaus wird im Moment also nicht mehr zum Backen benutzt, sondern da wohnen. Da wohnt jemand drin. Es ist, also es ist umfunktioniert worden zum Wohnhaus. Und das ist ganz in der Nähe dieses Projekts. Das ist ganz in der Nähe, das ist ein paar Kilometer entfernt. Es ist größer, ne? Und das ist auch etwas größer. Das Dach ist viel schwieriger zu bauen, ne? Durch diese. Ja. Das ist auch eine etwas andere Dach. Aber das sind die S-Pfannen, nicht? Ja, das sind, glaube ich, S-Pfannen. So, nur noch ein paar, eine Minute noch zum. Wenn es ein Backhaus sein soll, muss ein Ofen rein. Wo kriegt ihr den denn her? Also, da haben wir uns also delegiert, unsere neue Projektgruppe in verschiedene Aufgabengebiete und eins davon ist eben auch der Ofen und das interessiert mich zum Beispiel auch und da habe ich mit Dorit, einem Mädchen aus der Projektgruppe, haben wir eben gesagt, darum wollen wir uns kümmern, wir werden zum Beispiel zum Kiekeberg fahren und da vielleicht sogar die Maße nehmen und so und versuchen, den genauso nachzubauen. Und der Ofen ist aus welchem Material? Ja, aus Stein. Aus Stein und so, Steinofen. Der dann mit Holz oder Torf beheizt wird und dann wird das rausgenommen, das Heizmaterial, dann kommen da die Brote rein. Schön, ich wünsche Ihnen dabei viel Glück, dass Sie das schaffen. Soll wollen ich Sie das noch nächste mal ansagen? Sie sagen? Ja? Also als nächstes Peter Gabriel und Salisbury Hill. Ja, Agnes, und jetzt ist aber der Uwe auch nochmal dran. Ja, und dann ein Special für Frankie Boy. Und zwar, wir haben es geschafft, Monster von Steppenwolf wird gespielt. Wollen wir uns damit erstmal bescheiden? Ja. Choice.
zwischendurch das NDR-Verkehrsstudio. Im Verlauf der Autobahn 7 ist die Weströhre des Elbtunnels noch bis ca. 15 Uhr gesperrt. In Richtung Hannover baut sich ein Rückstau bis über die Anschlussstelle Bahrenfeld hinaus auf. Just
Noch einmal die Telefonnummer, wir haben es eben vergessen, Agnes. Also, Michael Schulze-Bär. Schulze-Bär ist ein Name, Schulze und Bär hinterher mit Doppel-E. Ja. Genau. Schulze-Bär. Und die Telefonnummer ist 827501. 827501. Das muss nun genug sein. Seid ihr tatsächlich jetzt von Spenden abhängig? Würde das Projekt sonst scheitern? Na, scheitern direkt von nicht, aber vielleicht würden wir dann noch massiver irgendwie so Öffentlichkeitsarbeit machen und was weiß ich, das überall aushängen. Und aber wir haben schon einiges getan. Vielleicht meldet sich jemand und sagt, hier wird ein Haus abgerissen, holt euch die Ziegel, hier wird ein Haus abgerissen, holt euch die Schindel oder was. Da wäre uns auf jeden Fall ziemlich mitgeholfen. Ja. Obwohl, das ist eben so eine Sache. Nachher sind das die Falschen und das könnte auch Menschen das Theater geben, wenn wir dann da so viel Mauersteine oder so angekabeln. Irgendwie würde ich nehme an, das Haus wird eines Tages fertig sein und was passiert dann damit? Ja, dann, also das ist noch nicht so ganz raus. Wahrscheinlich, es wird nicht sozusagen der Öffentlichkeit übergeben oder so, sondern da eben noch so dieses Bildungszentrum dranhängt, wo auch viele Menschen sind und so. Und das Haus selber ja keine sanitären Anlagen hat, Einrichtungen hat, kann da also in erster Linie erstmal natürlich Brot drin gebacken werden. Unsere Schule wird da bestimmt Kontakt zu halten durch den Lehrer. Vielleicht werden da mal so Projekte hingemacht oder so Projektfahrten, also so kleine Klassenfahrten oder so. Oder einfach mal backen. Es ist ja ein einräumiges Haus, nicht? Ja. Haus, ein Raum. Ja. Und oben wird Mehl gelagert. Und Dachboden. Ja. Ja. Aber man kann auch dann darin sitzen, wenn noch nicht gerade Brot gebacken werden sollte, und sich unterhalten und kann musizieren oder so etwas machen. Ja, genau, solche Sachen. Und dann macht man das Haus wieder zu und geht ins Hauptgebäude zurück. Ja. Und es ist auch so, dass dass die Leute vom ABC das also auch geplant haben, das dann selber zu nutzen. ABC aber hört sich hübsch an, das ist die Abkürzung für... Ja, das ist die Abkürzung Autonomes Bildungszentrum Autonomes Bildungszentrum. Und die planen eben also zum Teil auch jetzt für ihre Seminare das Haus dann mitzunutzen. Wenn das obwohl da natürlich auch noch so viel anderes auf dem Programm steht, dass die das auch nicht... Aber es beschäftigt euch sehr, was jetzt läuft und wie es weitergehen soll. Ja. Und ich wünsche euch dafür viel, viel Erfolg. Und Gruß an alle, die da mitarbeiten. Sind ja nur einige da. Wir haben noch Zeit für einen Musiktitel. The Doors mit Light My Fire. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time you wallow in the mire, China, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby.
Light My Fire. Geben Sie noch Grüße durch? Ja, wir wollten eigentlich gar keinen grüßen. Aber ich muss auf jeden Fall meine beiden kleinen Schwestern grüßen, und zwar Katrin und Silja. Ja, und ich grüße Kunibert und... Na, Sascha. Eduard den Trottel. Agnes Ebeling, Andrea Haltenhof und Uwe Behrens. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren, und ich wünsche Ihnen, dass der Bau eines Tages steht und Sie stolz als Baudamen und Bauherren hineinschreiben und sagen, das war unser Projekt. Hier steht, das ist ein tolles Gefühl, nicht? Ja, wir können jetzt schon stolz sein, finde ich irgendwie. Ja, viel gelernt habt ihr auch schon dabei. Ja, genau. Wir haben uns ein Haus gebaut oder euch ein Haus gebaut, genau. Wer immer es nutzen wird. Und vor allem auch mal was anderes gelernt als den Theorie in der Schule. Und das wird man später in sein Leben mit hinübernehmen können, ja, nicht? Denke ich schon. Nicht nur, dass man weiß, wie man einen Nagel in die Wand schlägt. Ja. Alles Gute und auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Von 9:59 bis 14 Uhr hier eine Sendepause.